Krieg. Krieg bleibt immer gleich. Im Jahr 1945 diente mein Ururgroßvater in der Armee. Und er fragte sich, wann er wieder nach Hause kommen würde. Zu seiner Frau und seinem Sohn, den er noch nie gesehen hatte. Sein Wunsch ging in Erfüllung, als die USA mit den Atombombenabwürfen auf Hiroshima und Nagasaki den Zweiten Weltkrieg beendeten. Die Welt wartete danach gebannt auf den Weltuntergang. Aber stattdessen geschah etwas Wundervolles. Wir begannen die Atomenergie nicht mehr für Waffen, sondern als unbegrenzte Energiequelle zu nutzen. Die Leute genossen Luxus, der zuvor nur in Science-Fiction-Romanen möglich war. Roboter im Haushalt, fusionsgetriebene Autos, tragbare Computer. Aber im 21. Jahrhundert war der amerikanische Traum ausgeträumt. Und es gab ein böses Erwachen. Die jahrelange Verschwendung hatte zu einer extremen Rohstoffknappheit geführt. Alles ging den Bach runter. Und der Frieden war nur noch eine blasse Erinnerung. Wir schreiben nun das Jahr 2077. Und die Welt steht am Abgrund des totalen Krieges. Ich habe Angst. Angst um mich. Meine Frau. Und meinen kleinen Sohn. Denn wenn ich eins in der Armee gelernt habe, dann das. Krieg. Krieg bleibt immer gleich. Krieg bleibt immer gleich. Du wirst es ihnen heute in der Veteranenhalle zeigen, Schatz. Meinst du? Klar. Und jetzt lass mich auch mal in den Spiegel sehen. Okay. Du hast so ein ausgeprägtes Kinn.
guten Morgen, Sir. Ihr Kaffee. 78,6 Grad Celsius. Perfekt gebrüht. Und... Danke, Cotsworth. Natürlich, Sir. Grognack, der Barbar im Dschungel der Fledermausbabys. Meine Lieblingsausgabe. Zuckerbomben enthalten 100% der täglich empfohlenen Zuckermenge. Ah, das klingt nach einem Stinker. Ich sehe mal nach dem kleinen Sean. Ich hatte ja am Anfang meine Zweifel, aber Cotsworth kommt wirklich super mit Sean zurecht. Coca-Cola, eiskalt. Saddle Up Salisbury Steak, ausgezeichnete Qualität. Oh, die Milch wurde geliefert. Wie kann jemand so Kleines nur so viel trinken? Immer nur das gleiche Zeug. Die guten alten USA. Ich bin so stolz auf sie. Kannst du aufmachen? Wahrscheinlich der Vertreter, der kommt jeden Tag. Und jetzt zum Sport. Guten Morgen, ich komme von Vortec. Was sie auch verkaufen, ich will es nicht. Oh, keine Sorge, Sir, keine Sorge. Ich will nichts verkaufen, nicht heute. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie erfreut ich bin, Sie endlich anzutreffen. Ich versuche es schon seit Tagen. Und glauben Sie mir, diese Angelegenheit ist von äußerster Wichtigkeit. Vielleicht will ich ja gar nicht mit Ihnen reden. Doch. Das wollen Sie. Ich kann mir vorstellen, dass Sie viel zu tun haben. Also werde ich mich kurz fassen. Zeit ist ja heutzutage, äußerst wertvoll. Ich bin heute hier, um Ihnen mitzuteilen, dass Sie aufgrund der Verdienste Ihrer Familie für unser Land ausgewählt wurden, einen Zugang zum örtlichen Vault zu erhalten. Vault 111. Verschwinden Sie. Es wird nicht lange dauern. Ich muss nur ein paar Informationen überprüfen, um sicherzustellen, dass Sie auch Zugang haben im Fall einer unerwarteten, totalen nuklearen Vernichtung. Kommen Sie ein andermal wieder. Komm, Schatz, nur ein bisschen Papierkram. Lass es ihn ausfüllen. Ich habe Nein gesagt. Und ich sage Ja. Also. Ausgezeichnet, ausgezeichnet. Legen wir los. Wunderbar, das war alles. Ich bringe das jetzt nur noch zum Vault. Herzlichen Glückwunsch, Sie sind jetzt vorbereitet auf die Zukunft. Danke nochmal. Hey, dann können wir ruhig schlafen. Das ist ein bisschen Papierkram wert. Für dich und Sean ist kein Preis zu hoch. Gute Antwort. Ich habe meine Momente. Er braucht diese väterliche Zuwendung, die sich so gut beherrscht. Du hast Cotsworth gehört. Los! Wie geht es den wichtigsten Männern in meinem Leben? Dreh das Mobile ein bisschen.
Das mag er. Hey, wie geht's meinem Kleinen? Besser, oder? Nach dem Frühstück könnten wir ein bisschen in den Park gehen. Das Wetter müsste so bleiben. Wird das so wie die Nacht im Park letztes Jahr? Sir, Ma'am, das sollten Sie sich mal ansehen. Cordsworth, was ist los? Hey, Schatz. Was ist mit Cordsworth los? Was schon wohl machen wird, wenn er erwachsen ist. Gefolgt von Blitzen, grellen Blitzen, Explosionsgeräusche, wir warten auf Bestätigung. Was? Der Kontakt zu unserem Partner scheint abgebrochen zu sein. Oh nein. Es kommen bestätigte Berichte, ich wiederhole, bestätigte Berichte über Atomexplosionen in New York und Pennsylvania. Mein Gott. Oh mein Gott. Wir müssen zum Vault. Sofort. Ich hab schon. Gehen wir. Cordsworth, bis dann, Kumpel. Und Ihre Familie auch, Sir? Einwohner von Sanctuary Hills. Wenn Sie registriert sind, begeben Sie sich sofort zum Vault 111. Wir fahren zur Küste. Das müsste weit genug sein. Vaultbewohner, hier etwa. Psst. Alles gut. Lass die Taschen liegen. Ist doch egal. Hilf mir einfach, alles wieder reinzupacken. Alle Vaultbewohner, bitte am Tor melden. Das ist absurd. Ich bin nicht auf der Liste. Sie kommen nicht rein. Nein. Sie können mich nicht aufhalten. Ich schieße. Okay. Das bin ich. Melden! Im Programm, dann treten Sie vor. Wenn nicht, gehen Sie nach Hause. Sie müssen rein. Wir stehen auf der Liste. Kind, männlicher Erwachsener, weiblicher Erwachsener. Okay, weiter. Danke. Viel Glück, Ma'am. Möge Gott uns helfen. Sie beide, folgen Sie mir. Was wird aus all den Leuten vor dem Tor? Wir tun, was wir können. Gehen Sie jetzt bitte weiter. Treten Sie bitte auf die Plattform. In die Mitte. Sir, wir müssen Sie runter in den Vault schicken. Treten Sie bitte auf die Plattform. Alles klar, das war's. Runter damit. Fast geschafft. Es wird alles gut. Ich liebe euch. Euch beide. Wir lieben dich auch. Oh mein Gott! Los, los! Sofort runter damit! Festhalten! Geht das nicht schneller? Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Geschafft. Wir haben es geschafft. Alles wird gut. Verlassen Sie bitte den Aufzug und gehen Sie ruhig über die Treppe nach oben. Keine Sorge. Wir Schatz, bringen Sie alle in Ihrem neuen gut, Zuhause oder? Unter. Vault 111. Eine bessere Zukunft im Untergrund. Also gehen wir... Entschuldigung. Ja, die Treppe hinauf. Ich die Treppe es hoch. Nicht. Eine Minute später. Und wir werden nein, nein, denken Sie nur nicht daran. Sie sind jetzt in Sicherheit. Hier entlang, bitte. Männlich. Hier entlang. Hier entlang, bitte. Weiblich, okay. Gehen Sie zum Tisch, nehmen Sie sich an Anzug. Treten Sie an den Tisch heran. Einfach hier entlang. Danke. Männlich. Und was jetzt? Folgen Sie dem Arzt. Hier entlang. Er zeigt Ihnen, wo es hingeht. Also, Sie drei, folgen Sie mir. Es ist den Gang dort hinunter. Siehst du? Das ist unser neues Zuhause. Hier wird es Ihnen gefallen. Eine unserer fortschrittlichsten Einrichtungen. Die anderen sind natürlich auch großartig. Doch einen Anzug. Es ist fort. Unser Zuhause. Sir? Alles, was wir hatten. Wie lange werden wir wohl hier unten sein? Oh, das gehen wir bei der Einweisung durch. Zuerst noch ein paar medizinische Vorkehrungen. Aber Vault-Tec wird stets für Sie da sein.
Sie werden sich hier wohl. Ich streiche alle die von der Liste, die hier reinkommen. Der Wagen ist so geschnitten, dass er nicht nur bequem ist, sondern auch gut aussieht. Bereit für die Zukunft, oder? Sie haben eine wundervolle Familie. Hoffentlich fühlen Sie sich hier schnell wie zu Hause. Entschuldigung. Wir gehören wohl zu den wenigen, die Glück hatten, was? Puh. Hallo. Treten Sie hinein und ziehen Sie den Anzug an. Gehen Sie einfach rein. Wer ist mein kleiner Held? Ich gehe nicht weit weg. Ich bin gleich da drüben. Da ist er, siehst du? Papa ist ganz in der Nähe. Okay, treten Sie hinein und ziehen Sie den Anzug an. Hey, Schatz. Geno, ich warte kurz, bis Sean sich beruhigt hat. Es folgt eine Entseuchung und Dekomprimierung, bevor es tiefer in den Vault geht. Entspannen Sie sich. Zeit für ein ganz neues Leben. Bewohner sicher. Lebenszeichen normal. Vorgang abgeschlossen. In 5, 4, 3. Das ist sie. Da. Mach sie auf. Komm schon! Oh Gott! Kritischer Fehler in Kryoanlage. Alle Vaultbewohner. Ich finde den, der das getan hat. Und dann hole ich Sean zurück. Versprochen. Oh Gott! Warum sollte Vault-Tec das tun?
Kritischer Fehler in Kurz. Alle Vault-Bewohner müssen den Bereich. Riesenkakerlaken? Was zum Teufel?